Wer dem deutschen Staat bis zu 30 Jahre lang Geld leiht, bekommt weniger zurück, als er geliehen hat. Sprich, die Renditen sind derzeit negativ. Bis 30 Jahre, das gab es noch nie. Heißt das, die mittleren Generationen von uns haben niedrige Zinsen, negative Zinsen bis zu ihrer Rente? Eine Zinswende scheint nicht in Sicht, aber was sind die Alternativen, zumal die Aktienmärkte jetzt auch gerade nicht mehr hausieren? Besprechen wir in Zertifikate aktuell mit Christian Köker von der HSBC. Schönen guten Tag, Herr Köker. Guten Tag, Frau Erhardt. Ja, wer heute dem deutschen Staat Geld leiht, bekommt weniger zurück, als er jetzt verleiht, und das auch selbst für Anleihen, die bis zu 30 Jahre laufen. Das gab es noch nie in der Geschichte. Aber auf kurze Sicht ist das Bild noch deutlich trüber. 30 Jahre Geld verleihen ist schon teuer, aber wie niedrig sind die Zinsen derzeit überhaupt auch auf kürzere Sicht? Naja, also dass wir grundsätzlich ein negatives Zinsniveau haben, das haben sicherlich die meisten Anleger da draußen schon lange mitbekommen. Die Zinsen auf ihren Spareinlagen sind alle abgeschmolzen und haben sich wahrscheinlich um die Nulllinie angenähert. Allerdings gibt es natürlich den einen oder anderen, der sagt, na gut, ich bin bereit, dann vielleicht auch längerfristig mein Geld anzulegen, um noch einen positiven Zins zu bekommen. Und auch diesen Menschen muss man jetzt leider sagen, auch da ist es, wenn es wirklich ganz, ganz risikofrei sein soll, momentan eigentlich überhaupt nicht mehr möglich, das zu realisieren. Und als ganz, ganz risikofrei wird es mithin eben interpretiert, wenn man den deutschen Staat Geld leiht, denn der hat eine hervorragende Bonität. Und selbst da, wie man an dieser Grafik, die wir vielleicht gleich nochmal ein bisschen genauer besprechen, sehen kann, ist auch auf lange Sicht nichts mehr Positives zu holen. Aber gerade hier vorne in dem Bereich kurzfristiger Geldanlagen, also im Bereich 1 Jahr, 2 Jahre, 3 Jahre, da sind wir sogar im Bereich knapp bei minus 0,80. Ja, alle kennen den Negativ-Einlagenzinssatz von minus 0,40, das ist so bekannt. Aber tatsächlich, wenn man wirklich nur den deutschen Staat Geld leihen möchte, dann muss man auf diesem Laufzeitband sogar mit deutlich negativeren Renditen momentan umzugehen lernen. Also nochmal doppelt so schlecht wie sozusagen der Einlagenzins mit minus 0,4. Kann man denn verlässlich oder überhaupt im Moment über die zukünftigen Zinsentwicklungen sprechen? Was ist so die Prognose Ihres Hauses, die Erwartung Ihres Hauses an die künftige Zinsentwicklung? Ja, also ich habe da leider keine guten Nachrichten, denn das, was wir prognostizieren, man kann letztendlich aus zwei verschiedenen Sichtweisen auch eine Prognose wagen, einmal aus fundamentaler Weise als auch aus technischer Natur. Also aus beiden Richtungen kommen da leider keine positiven Signale. Ich meine, anders ein bisschen sieht ja die Welt noch in Amerika zum Beispiel aus. Da gibt es auf 10 Jahren noch aktuell etwa 2% Rendite. Aber da muss man natürlich als Anleger wissen, da habe ich Währungsrisiken, weil ich dann Geld in US-Dollar anlege. Das wollen natürlich viele auch nicht. Aber auch selbst für diesen Teil der Welt haben die Analysten der HSBC auf die Sicht der nächsten Monate auch fallende Renditen prognostiziert, also dass man da vielleicht demnächst auch nur noch 1,5% kriegt. Ja, und für die deutschen Anleihen, da sind wir momentan eben bei 10 Jahren bei knapp minus 0,4, minus 0,5. Und auch da wird damit gerechnet, dass auch auf 10-jährige Sicht sogar die Rendite noch, wenn man das so sagen kann, negativer wird, also auch Richtung minus 0,80 fällt. Und die technischen Analysten unseres Hauses, der Jörg Scherer, die haben da im Grunde genommen auch keine deutlich besseren Prognosen, sodass man sagen muss, nach dem, was man so weiß und was man so annimmt, ist das nichts, was man jetzt mal ein Jahr aussitzen kann. Und dann wird sich diese Zinsstrukturkurve wohl möglicherweise schon, hier ist ja die Null ganz oben, darüber wieder hinweg geklettert haben. Das ist leider etwas, was man per heute nicht unbedingt prognostizieren kann. Nun ist in bonitätsstarken Volkswirtschaften das Bild vielerorts ähnlich. Inwiefern stärkt das die Erwartung, dass wir künftig eine Rezession sehen? Inwieweit mehren sich auf Basis der Renditekurve die Rezessionssignale? Das ist durchaus ein Indiz dafür, denn letztendlich ist das ja ein geldpolitisches Instrumentarium, was wir hier sehen. Und die Notenbanken versuchen natürlich, die Volkswirtschaften auch zu stimulieren durch billiges Geld. Haben sie seit der Finanzkrise 10 Jahre lang gemacht, hat mitunter auch partiell ganz gut geklappt. Und jetzt sind wir halt schon im negativen Bereich hierzulande. Und wenn wir jetzt in eine schlechte wirtschaftliche Phase hineinsteuern, dann kommt halt nach minus 0, irgendwas noch minus 0, irgendwas und noch mehr. Also letztendlich hatte man irgendwann gedacht, das Ende der Fahnenstange ist erreicht. Es scheint aber nicht so zu sein. Und
letztendlich sind das eben auch immer Reaktionen auf die volkswirtschaftliche Entwicklung. In Deutschland haben wir jetzt auch schon mehrere Monate in Folge schlechtere Wachstumszahlen. Also das gilt jetzt mittlerweile auch für gute Nationen, wie Sie schon gesagt haben, wie Deutschland, die eigentlich immer so eine Insel der Glückseligen auch in der Eurozone gewesen sind. Wie kann man denn jetzt Renditen zumindest, wir haben schon gesagt, minus 0,8 für längere Laufzeiten, 2 Jahre, 3 Jahre. Wie kann man denn zumindest positive Renditen überhaupt erwirtschaften? Denn letztendlich heißt das ja am Anleihenmarkt, wer mehr Rendite oder überhaupt positive Renditen haben möchte, muss in bonitätsschwächere Volkswirtschaften investieren. Sprich, man muss mehr Risiko eingehen. Genau, also das ist die ganz klare Botschaft, die mit einhergeht. Bisher haben wir halt bei vielen Anlegern gesehen, die gesagt haben, na gut, ich möchte mein Geld möglichst risikofrei anlegen. Jetzt kriege ich halt statt 2% nur noch 1% Zinsen. Na gut, statt 0,5 kriege ich dann noch 0,3. Okay, dann kriege ich gar keine Zinsen mehr. Aber wir merken, dass jetzt bei vielen Anlegern so ein bisschen so der Hallo-Wach-Effekt kommt, weil ja doch auch einige Kreditinstitute anfangen, diese ganze große Menge an Geldern, die bei ihnen vorgehalten wird, auch mit Negativzinsen zu belegen und das an die Kunden weiterzugeben. Da fangen auch mittlerweile sogar Volks- und Raiffeisenbanken mit an und das scheint jetzt den einen oder anderen auch sozusagen dazu zu bewegen, zu sagen, was muss ich denn jetzt machen, um sozusagen mein Geld nicht mehr nur zu erhalten, sondern vielleicht wieder ein bisschen zu vermehren, weil ich nicht dabei zugucken möchte, dass es eben mit negativen Zinsen immer kleiner wird. Und tatsächlich, es geht nicht ohne Risiko. Selbst wenn ich hier 30 Jahre bereit bin, das fest herzugeben, funktioniert es nicht mehr. Also muss ich entweder Länderanleihen kaufen, wie Sie schon angeschnitten haben, von Ländern schwächerer Bonität. Oder ich muss eben an den Aktienmarkt gehen, direkt mich am Aktienmarkt engagieren. Das ist natürlich ein großer Schritt von risikofreier Zinsanlage hin zu direkten Investments an den Aktienmarkt. Ich glaube, für viele Anleger ist dieser Schritt einfach sehr, sehr groß, zumindest für einen großen Teil ihres Kapitals. Und dann gibt es eben noch die Möglichkeit, sich irgendwo ein bisschen mit einem Art sehr, 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 sehr defensiven Kompromiss dazwischen zu positionieren, zu sagen, ich wage ein indirektes Engagement am Aktienmarkt über Teilschutzzertifikate, die einen extrem großen Risikopuffer haben. Also wenn man mal betrachtet, dass der DAX innerhalb der letzten Handelstage 700, 800 Punkte verloren hat, ist das Thema Risikopuffer kein schlechtes. Wie funktioniert das als Alternative, denn wenn man ganz ehrlich ist, Risiko gibt es da trotzdem, denn die Basis ist ein Aktieninvestment. Genau, also das ist, was man sich klar vor Augen halten muss. Wenn ich jetzt mich von dieser Welt verabschiede oder zumindest mal mit Teilen meiner Gelder verabschiede, dann muss ich mich mit den Risiken, die da auf mich zukommen, beschäftigen und versuchen, vielleicht auch mit einem Berater zu überlegen, wie kann ich die jetzt eigentlich steuern. Wo, glaube ich, ist das Worst-Case-Szenario für mich am Aktienmarkt auf Sicht der nächsten 1-2 Jahre zu sehen und dementsprechend auch meine Produktauswahl vornehmen. Also man muss sich überlegen, was ist meine Zielrendite und man muss sich überlegen, welche Risiken bin ich bereit einzugehen. Dann kann man gucken, ob man das sozusagen in einem Produkt umsetzen kann. Okay, wir haben jetzt mal von Ihnen ein Beispiel mit einer auf die Laufzeit betrachtet positiven Rendite. Wir reden hier aber über gut 2 Jahre Laufzeit. Und eine positive Rendite von 1%. Ja. 1% muss man sich auch gut überlegen, was bedeutet aber der 27% Discount? Also wie ist das Verhältnis von Rendite und Risiko in so einem Beispiel? Ja, ich stelle mich hier ganz selbstbewusst hin und sage, dieses Produkt hat sogar 1% Rendite. Denn die Schwankungen der letzten Tage haben sogar dazu geführt, dass die Konditionen von solchen Papieren besser geworden sind. Und mein Anspruch war es im Grunde, um ein Produkt zu zeigen, mit dem ich dieses negative Vorzeichen umkehren kann. Wenn ich 2 Jahre, ich sag mal, völlig risikofrei anlege, dann habe ich im Bereich der deutschen Bundesanleihen knapp minus 0,8, minus 0,85. Und hier habe ich jetzt mal sozusagen so dargestellt, dass ich sagen kann, was mache ich denn, wenn ich das umkehren möchte und ungefähr 1% aufs Jahr verdienen möchte, um, ich sag mal so, ich habe vielleicht auch möglicherweise Kosten bei der Geldanlage, auch nach Kosten mein Kapital erhalten zu können. Und derzeit ist es eben möglich, mit einem Discount-Zertifikat auf den DAX, also mit einer Investition am Aktienmarkt wohlgemerkt, aber einer sehr breit gestreuten Investition an den Aktienmarkt. Das heißt, ich setze nicht auf einen Einzeltitel, den ich möglicherweise nicht einschätzen kann, sondern auf den deutschen Standard-Leitindex, wenn man so möchte. Und da habe ich hier einen Basispreis von 8.700 Punkten. Das heißt, solange der Markt ausgehend von heute nicht mehr als 3.000 Punkte fällt, erziele ich diese 1% Rendite. Das heißt, der Markt kann von heute ausgehend 3.000 Punkte in 2 Jahren tiefer stehen. Also das ist schon durchaus eine
substanzielle Größe und man würde trotzdem diese maximale Rendite von 1% verdienen. Verlust mache ich tatsächlich erst, wenn der Markt um mehr als 27% fällt. Das ist der Discount, wenn der komplett aufgezehrt ist. Dann fange ich ab diesem Punkt an, auch mit dem Aktienmarkt Geld zu verlieren. Und dann ist mein Risikopuffer letztendlich aufgezehrt. Das ist natürlich dann ein möglicherweise großes Risiko ab diesem Punkt, was einer sehr beschränkten Rendite gegenübersteht. Aber wenn ich eben sage, ich glaube nicht an so stark tief fallende Kurse am Aktienmarkt, trotz einer vielleicht schwächeren wirtschaftlichen Entwicklung, dann habe ich hier die Möglichkeit, eben mein Kapital zu erhalten oder möglicherweise sogar geringfügig zu vermehren. Diesen DAX-Stand hatten wir vor gut 5 Jahren. Zuletzt ist also eigentlich schon eine Weile her. Nichtsdestotrotz, wie beeinflusst die Volatilität, Sie sagten schon, die ist aktuell wieder etwas höher. Wie beeinflusst das solche Konditionen? Ja, und was passiert, wenn die Volatilität wieder nachlässt, sprich, wenn es hier wieder ein bisschen ruhiger wird? Ja, also im Moment kann man sagen, hat der Anleger davon profitiert, der noch nicht investiert ist, davon, dass wir in den letzten Tagen so starke Schwankungen hatten, weil die eben dazu geführt haben, dass diese Papiere etwas günstiger geworden sind und so attraktive Konditionen erhalten haben. Um es einfach mal in Zahlen zu kleiden, das mag vielleicht erstmal abstrakt sein, aber wir hatten eine Volatilität von etwa 15% und die ist zwischenzeitlich auf 20% gestiegen. Das heißt, ich habe also durchaus signifikanten Anstieg in der Volatilität gesehen. Und das kann ich mir im Grunde genommen, kann ich mir diese Kondition jetzt kurzfristig damit sichern. Das ist immer nur ein kurzes Zeitfenster, in dem das möglicherweise möglich ist. Sollte die Volatilität wieder zurückkehren, also diese ganzen Probleme, über die wir uns gerade diskutieren, Handelsstreit, Brexit, wieder ein bisschen weiter in den Hintergrund geraten, dann wird ein solches Produkt auch leicht an Wert gewinnen, während der Laufzeit wohlgemerkt, nur durch den Rückgang der Volatilität. Also geht die Unsicherheit zurück, ist das für mich als Inhaber eines solchen Papieres schon von Vorteil. Christian Köker, vielen Dank. Gerne. Negative Zinsen prägen aktuell den Anleihenmarkt. Und wer einer Volkswirtschaft wie Deutschland sein Geld für bis zu 30 Jahre leiht, bekommt weniger zurück. Das gab es noch nie. Also sind die Alternativen entweder mehr Risiko eingehen für positive Renditen oder Alternativen in anderen Anlageklassen und Märkten zu suchen. Nun haben die Aktienmärkte auch deutlich verloren. Der DAX 7800 Punkte, allein im Dow Jones haben wir einen Tagesverlust von über 700 auf einmal gesehen, sodass sich Risikopuffer und Discounter vielleicht eher lohnen, zumal auf längere Sicht, was eine Aktienanlage ja auch sein sollte.